So, liebe Leute, los geht's heute mit der Season 2 in unserer Karriere im Grid. Wir starten heute mit dem Sydney Motorsport Park in den Classic Touring Car, in die Classic Touring Car Open. Ein Rennen steht uns heute an. So, das heißt, wir haben wieder neue Autos zu kaufen. Und zwar haben wir den Alfa Romeo 155 TS, den Volvo 850 ist der Touring Car, der BMW M3 Touring Car und einen Ford Sierra RS 500 Cosworth. So, und ich habe irgendwie gerade ein bisschen Bock auf den Volvo. Das heißt, wir kaufen uns das gute Stück. Wenn ich irgendwie kommen, uns alle kaufen, weil, wenn ich ehrlich bin, wir haben mehr als genug Kohle. Aber starten werden wir heute mit dem Volvo. So, es sind insgesamt 5 Runden, die uns heute hier anstehen. Die wir tatsächlich heute was reißen wollen, die wir hier präfieren wollen. Wie gesagt, ein Rennen, 5 Runden sind nur auf dieser Strecke. Das heißt, dann sind wir durch für heute schon. Und morgen ist Nummer 2. Es ist immer ein Vergnügen, dich hier zu haben. Und falls Sie Kristen nicht kennen, sie ist zweifache Weltmeisterin. Okay. Ja, ist mir gerade egal. Copy. So, vorne ist der Teamkollege. Das heißt, wir reißen hier jetzt nur durch. Ach komm schon, du hast mich. Da bin ich aber abgedrückt, weggedrückt. Startplatz 13 sind, jetzt haben wir 13 da. Scheiße, ich versuche jetzt hier gerade ein bisschen aus, an die Jungs, um ihnen vorbeizugehen. So, vorbei sind wir jetzt schon wieder an einigen Fahrern. Vorne zieht ein Volvo weg. Das hört ja aber gar nicht so cool an. So, gegen den nächsten und dann haben wir Volvo auf 1 und 2. Allerdings nicht die Reihenfolge, die ich mir so ein bisschen gedacht hätte. 75 insgesamt heute nur. Wir gehen jetzt im gleichen Runde 2 als Zweiter. Und gehen jetzt in Führung. Das hätten wir dann auch schon. So. Ja, und jetzt heißt es, das Ding im Alten nach Hause fahren. Dann sieht das gar nicht so schlecht aus. Zumindest was für mich betrifft. Der Teamkollege sehen wir ja auch direkt links eingeblendet. Und da ist es momentan für ihn nur Rang 13. So, wir sind noch nicht mit dran zu setzen. Ich habe ein Auto, was hinter mir ein bisschen klebt, wenn mir gerade ein bisschen auf den Sack geht. Für den Fall, dass wir eine Strafe bekommen, möchte ich mich ungern den ersten Platz einbüßen. So, jetzt gehen wir an Runde 3. Noch 3 Runden zu fahren. Okay. 3 Runden haben wir noch zu fahren, haben wir gerade gehört. So, wir bleiben natürlich jetzt dran, dass wir da an Führung bleiben. Wir müssen ein bisschen Tempo machen. Jetzt haben wir die letzte Kurve der Runde und dann haben wir noch 2 Runden. Noch 2 Runden zu fahren. Ach, das war die ganze Sieg.
Total gut. Hab ich ja sogar wunderbar nicht gemeint. So, jetzt sind wir gerade nur noch 13, also nicht viel verändert. Dann nochmal schön links. Und es gibt schön die fünfte Runde. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Ja, abgesetzt sind wir schon mal, oder haben uns schon mal. Und dann ist für heute das letzte Rennen gleich durch. Wir haben jetzt diese kleine Schikane, diese Links-Rechts-Kombi. Ein bisschen abgekommen, dann wird hier rauskommen. Hier diese Kombi. Und dann geht's schön ist die lange Zone links. Und dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. So, ich hoffe, dass wir keine Strafe bekommen. Die haben wir bekommen, aber eher unwichtig. Ja, Teamkollege noch 13. Schade für ihn, schade für uns. Aber das hätten wir ein bisschen besser. Hätte ein bisschen besser machen müssen. Gut. Okay, dann haben wir das Thema. Da können wir uns eigentlich tatsächlich mal noch. Wir haben ja ein bisschen Zeit, ne, was so betrifft gerade. Mal gleich noch einen neuen Teamkollegen wünschen. Wir haben ja genug Kohle. Erstmal steigen wir auf Rang 95. Ich würde sagen, mit der Rahmen. Ja, wollen wir uns tatsächlich gleich noch einen Teamkollegen fürs große Finale, das spricht zum letzten Mal. So, durch sind wir jedenfalls. Zwei Volvo vorne dabei. So, gut. Da gucken wir nochmal schnell wegen unserem neuen Teamkollegen. Die Frage ist, wie muss ich da hin? Genau, ich muss Spielerprofil, Ziele, Option, Team, genau, hier. So, da können wir nämlich tatsächlich mal gucken. Hab wir noch mal neuen. So, gucken wir mal, ob wir noch einen Kollegen haben. Loyalität. Haben wir nicht noch was Schönes, was können betrifft? Hier du. Warte mal, wer ist der Kollege da? Genau, Cody Kaufman. Hat alles voll. So. Gunnhagen. Jack Cooper. Mercy Jackson. Wir haben echt ein paar. Ich dachte ja, cool, wir kriegen noch was hin, aber. So, gucken wir mal, was wir so haben noch. So ein paar. Ich hab's gerade anders gelesen. Ich habe gerade Dicken anders gelesen. Ich habe gerade Pietro Lombardi gelesen, aber es ist Piero Lombardi. Heißt er. Der gute Herr. Aber nicht irgendwie gerade mal irgendwas, was uns ein bisschen hilft. Weil, wie gesagt, wir haben Kohle. Okay, wir haben nicht mehr so viel Geld. Das heißt, wir haben. Guck mal, wie heißt der Cody Kaufman? Den wir jetzt tatsächlich mitnehmen. Und dann holen wir uns den noch jetzt mal mit dabei. Fürs Team. Dann haben wir das erledigt. So, und dann machen wir Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder. Und dann geht's mit der Classic Touring UK weiter. Und dann sind wir final durch.